Frenkel fortsetzt. Heute. Let's play FIFA 13. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play FIFA 13, die Bundesliga mit Greuther Fürth, das momentan auf Rang 6 liegt. Es läuft gerade sehr gut. Zuletzt wieder einen Sieg eingefahren. Jetzt treten wir an gegen Hannover. Das ist auf Platz 9. Das ist so ein bisschen eine Vorentscheidung, wer von beiden Teams jetzt sich so ein bisschen in der Spitze festsetzen kann eventuell. Naja, Hannover ist noch ein bisschen weiter weg. Also ob wir uns in der Spitze festsetzen können oder ob Hannover es schafft, sich ein bisschen besser ins Mittelfeld vorzuarbeiten. Und da machen wir einfach mal lustig weiter gleich, bevor wir uns hier den Mund fusselig reden. Wir simulieren noch schnell bis zu dem Spieltag. Taram, taram. Und dann geht's auch gleich los. Ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Erfolg. Wobei ich diese Minispiele ja abbreche. Nach wie vor. Kann mir mal nicht jemand sagen, ob ich die nicht, wenn ich wirklich einfach abschalten kann. Muss doch gehen. Herzlich willkommen zum nächsten Spiel von Greuther Fürth. Der heutige Gegner ist Hannover 96 und wir treten an in Hannover zu einem Auswärtsspiel. So, wie immer, schön in grün, Greuther Fürth. Das war gar nicht mal so schlecht. Ah, komm, lauf! Schade. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Mainz hat es uns am Schluss in der letzten Partie ganz deutlich gezeigt, dass wir hinten noch nicht so ganz sattelfest sind. Komm weg! Jawohl, hervorragend. Hat ihn ja gerade in der Hand gehabt. Das sah so aus, als ob er ihn mit beiden Händen festhält und irgendwie Rugby spielen will. So, Asamoah. Asamoah! Ja, kann er mal versuchen. Ist ja bislang nicht so sehr glücklich im Abschluss gewesen. Gegen Mainz hat er endlich mal ein Tor geschossen. Naja. Geschossen. Er hat es gestolpert, sagen wir mal so. Er hat ein Tor gestolpert. Das passt besser. Hallo? Ja, auf zu schieben. Noch ein Versuch. Ja, also das mit den Distanzschüssen haut ja manchmal sogar hin. Auch hier muss ich wieder Mainz aufführen, wo wir einen schönen Pfostentreffer hatten und danach eben das Tor gefallen ist, zum Glück. So, was ist das für ein Ballkünstler hier? So, jetzt ist hier ein bisschen eng gerade. Ach, da ist einer. Sagt's doch gleich, der Herr Fall. Ah, schade. Im Ansatz nicht schlecht. Das war aber überhastet. Muss ich mal so sagen. Wer ist das? Der Konen? Ich hoffe, es ist nicht der Barbar. Ach Gott, ich bin heute wieder witzig drauf, oder? So, das war schon mal nicht ungefährlich, dieser Angriff. Schöne Ballstaffette. Das nicht so gut. Komm, los, versuch's! Ja! Ach komm. Also wenn du ihn nicht annehmen kannst, dann lass ihn doch gleich bleiben, bitte. Das ist doch Dreck so. Naja, die machen es auch nicht besser. So, versuchen wir es mal über den Flügel wieder, ja? Kam er nicht dran richtig. War er hinter dem Verteidiger. Oh oh. Schöner Pass, muss man leider gestehen. Und da ist wieder der Herr Konen. Der dribbelt sich hier gerade einen Wolf. Uiuiui, okay. Das war jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Im Angriff sind die ganz quirlig, die Kollegen. Sehr schön, komm, geh! Verunglückte Flanke. Hat sich fast ins Tor gesenkt. Das wäre ja mal eine Gaudi gewesen hier. So, knapp eine halbe Stunde gespielt.
Es geht eigentlich so ein bisschen hin und her gerade. Und da will er einen Foul gesehen haben. Naja, gut. Oh, 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 oh. So. Jetzt habe ich aber das Glück für 5 Spiele. Habe ich jetzt aufgebraucht, würde ich sagen. Meine Fresse. Meine Fresse. Okay, wir spielen einfach ganz ruhig weiter. Vielleicht klappt es ja einfach irgendwann hinten drinne. Komm, geh doch mal ein bisschen, Freund. Jawohl. Ja. Ah, okay. Das war der Herr Zieler. Das war natürlich seine Pflicht, den Ball zu erwischen jetzt hier. Das war sein Gebiet. Und das hat er gut gelöst. Ja, was ist denn jetzt los? Das ist nicht nett, was ihr da dauernd mit uns macht. So. Komm, Konter. Nee, da wird nichts draus. Da ist der Gegner wieder zwischengegangen. So, jetzt aber komm. Geh! Geh doch! Ah, zu langsam ein bisschen, was? Ja, und dann das hier. Das war nix. Das war gar nix. Also, die machen das ganz geschickt hier immer, so im Angriff. Das ist nicht so einfach, an die dran zu kommen. Ja, so sieht's gut aus. Komm, weiter. Oh, schade, schade, schade. Okay. Nächster Anlauf hier mit Stieber. Schön gesehen. Jetzt muss er aber ein bisschen rennen hier, ne? Asamoah. Ja, und da wollte ich eigentlich gerade flanken. Vielleicht wäre es euch ja gar nicht aufgefallen, wenn ich die Klappe gehalten hätte, aber naja, mal wieder die falsche Taste erwischt. Blöd, blöd. So, jetzt müssen wir ja aufpassen. Es ist gleich Halbzeit. Ich möchte ungern hier jetzt noch eins einfangen. Boah. So, weg das Ding. Und es ist Halbzeit. Es steht 0:0. Wir haben uns jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Aber andererseits steht 0:0, da kann ich trotzdem zufrieden sein. Kein Grund, Panik zu schieben. Einfach mal so weitermachen. Komm her, komm her. Jawohl. So, ein bisschen Luft verschaffen. Kann der ein bisschen rennen hier? Hallo, der wird gehalten. Oh. So, aufgepasst jetzt, ja? Uiuiuiuiui! So, das hat der Herr Kleine sehr gut gemacht. Da muss man ihn loben. Das war dann wieder nicht so gut hier. Jetzt schwimme ich da hinten ein bisschen drin rum. So, weiter. Komm, Stieber! Jawohl! Und direkt weiter, komm! Jawohl! Ah, schade! Das war doch nicht schlecht im Ansatz. Meine Fresse, das ist ein bisschen... Boah, jawohl. Komm, raus! Ah, ich habe einen Ticken zu spät reagiert, aber ich habe den Ball noch gehabt. Naja. Okay, weiter, 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 Freunde. Weiter, weiter. Hinten aufpassen, dass da nichts anbrennt. Immer schön dranbleiben, ganz wichtig. So, jetzt haben wir den Ball. Jetzt bringen wir erstmal hier Ruhe rein. Abseits. Aha. Ja, toll, da sehe ich gar nichts. Naja, könnte abseits gewesen sein. So, jetzt aufgepasst hinten wieder. Jawohl, schön geblockt.
Trieb wird gestoppt, aber es geht weiter mit Fürstner. Das war nichts wieder letztendlich. So, kommt, gibt den Ball wieder her, das ist meiner. Ah, schade, ich hätte zu Asamoah spielen müssen. So, noch ein Anlauf mal über die linke Seite. Missglückt. Komm, jetzt macht keinen Mist mehr. Das ist schon die 70. Minute. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie verlieren oder sowas, gell? Nur damit das mal klar ist. Das war gut gespielt. Das war nicht genug reingezogen ins vors Tor. Okay, und das ist alles noch im grünen Bereich. Und wir haben ja auch noch die Chance, ein Tor zu schießen. Ist ja nicht so, dass wir komplett chancenlos wären oder so. Nee, nee. Ja, komm, Baby! Asamoah mit der Birne! Ein Traum! Super! Also, bevor wir jetzt hier weitermachen, werden wir auswechseln. Und zwar wieder den Herrn Stieber, der ja schon ein bisschen schlapp ist. Und ansonsten sieht es eigentlich fitmäßig ganz gut aus. Moment, hat er jetzt den ausgewechselt? Nö, ne? Irgendwas war da gerade falsch. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo wollte ich hin? Ah doch, jetzt ist er da draußen. Richtig? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, jetzt ist er draußen. Und dann nehmen wir raus. Wir nehmen noch raus. Nehmen wir mal den Asamoah raus, den Torschützen. Zur Belohnung. Nee, der Nöte soll auch mal spielen. Darum geht's doch, ne? Also, super Tor wieder mal hier. Flanke kommt von außen und hier dann der Kopfball. Und dann hier nochmal der Wechsel. Und das nehme ich mir nicht mehr. Lass ich mir nicht mehr nehmen, den Sieg hier. Das kann der, könnt ihr euch einen drauf lassen hier. Das wird jetzt durchgekämpft noch. So zum Beispiel. Alles klar. Kleine. Fürstner. Trieb. Ah, schade. Jetzt wollte ich in dem Moment wollte ich passen gerade. Aber dann wird der Raum dann doch wieder recht eng. Schöner Kopfball mit dem Hinterkopf, oder was? Lustig. Komm, ran an den Mann. Ja, ja, ja. Immer schön abblocken. Hervorragend. Hervorragend! Ach, das war zu optimistisch. Das wird gefährlich. Scheibenkleister. Nicht so rumzocken da hinten drin. Ja, und dann ist es passiert und ich sag noch, die Butter lasse ich mir nicht mehr vom Brot nehmen und dann baue ich hier diesen Kack. Das kommt davon. Der Mistkäfer hier. Scheiße, naja. Kann man nichts machen, ne? Passiert. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Eigentlich wollte ich jetzt dann in die Spitze passen, aber das hat wieder nicht geklappt. Uiuiui, dem hätte ich fast weggesichelt hier. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Jetzt lass die mal nicht so weit wieder rankommen. Dann geht das Gezittere wieder los. Das ist wahrscheinlich schon der letzte Angriff. Mann! Boah! Boah! Meine Fresse! Schön abgewehrt. Komm, Schiri, pfeif ab. Alles klar, vielen Dank. Also, wir holen immerhin ein Unentschieden, ein 1:1. Bisschen ärgerlich, dass wir noch den Ausgleich hingehen nehmen mussten in der 87.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Falls es euch gefallen hat, ich muss es immer wieder sagen, ein Like wäre mir echt wichtig. Danke dafür. Ciao, ciao, bis zum nächsten Spiel.